1 Live Clubbing. Sektor, ihr wisst, wie das in 1 Live Clubbing so läuft. Ab 20 Uhr wird hier on air aufgelegt, heute von Tom Breu. Und um 23 Uhr gibt es dann die Lesung. In Dortmund gibt es Leute, die machen das genau andersrum heute Abend. Das ist total verrückt. Um 20 Uhr wird da gelesen, danach wird geraved. Clubbing-Reporterin Chrissy Adamus, die ist nämlich im alten Weinkeller in Dortmund bei der Kommune 44 Rave Pussy, so heißt die Veranstaltung. Chrissy, bevor wir über die Veranstaltung sprechen, mal ganz kurz. Du hast dich sehr aufgeopfert heute Abend. Du hast nämlich einen Schlüssel im Auto liegen lassen und kamst gar nicht an deinen ganzen Kram ran, den du hier für die Sendung brauchst. Ja, es war besonders clever heute Abend. Großartig. Also du hast dich ausgeschlossen, ne? Kann man doch mal ehrlich sagen. Genau, und deswegen quatschen wir jetzt auch gerade über Telefon, weil der nette Mini-Mann, der schnell gekommen ist, um mir zu helfen, jetzt gerade mehr oder weniger das Auto aufbricht, um den Schlüssel zu besorgen. Ja, schöne Grüße von Tom und mir. Erzähl doch mal erstmal, was diese Veranstaltung da ist, die Rave-Pussy, wo du da bist heute Abend. Also im Moment wird gelesen, und zwar aus einem Blog, und zwar aus Dortmund Diary. Das ist der Blog von Sascha Beasley, und genau der liest auch. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, so aus einem Blog zu lesen. Das macht bei ihm aber gar keinen Unterschied, weil der quasi Kurzgeschichten in seinem Blog schreibt. Okay. Und zwar autobiografisch. Also der Gute hatte in frühen Jahren schon ein recht bewegtes Leben, so mit viel Gewalt, Drogen und so. Aber er kriegt es hin, da sehr lustig drüber zu schreiben bzw. zu lesen, und wirkt auch tatsächlich mittlerweile total lieb und nett und anständig. Und jetzt sitzt er da gerade an seinem Tischchen vorne in so einem ganz weißen Gewölbekeller, der hier und da so ein bisschen lila beleuchtet ist, und alle lauschen ganz andächtig. So schön mit Leselampe? Ja, er hat tatsächlich so ein Lämpchen da, was so ihm dann zur Verfügung steht. Jetzt hast du gesagt, das Ding, wo du da bist, die Veranstaltung heißt Kommune 44 Rave Pussy. Was hat das wirklich jetzt mit Kommune auf sich? Ja, ich leite das direkt weiter. Ich habe nämlich den Alex hier von der Kommune 44 direkt neben mir stehen. Alex, was ist die Kommune 44? Hi. Ja, und hi. Grüß dich. ja, wir sind so eine moderne Feiergemeinschaft und stehen es halt an ungewöhnlichen Orten, ungewöhnliche Sachen zu machen. Ja, wie was zum denn zum Beispiel? Ja, halt mal eine Lesung in den Rave rein oder mal im Sommer, wenn das Wetter halt nicht unbedingt clubtauglich ist, mal einfach mal ins Freibad zu kentern und dann da einen Rave zu machen. Also da machen wir auf jeden Fall viele verschiedene Sachen. Worauf ihr so Bock habt, ne? Genau. Genau, so. Und dazu passt dann natürlich die Veranstaltung heute irgendwie wie Faust aufs Auge, ne? Diese Geschichte, Lesung, Party. Und ab 23 Uhr wechselt das dann quasi von der Poesie zum Rave. Also der Titel hier passt auf mehrere Art und Weise. Wir versuchen das ja heute Abend ja auch, ne? So vom Kuschelkurs so ein bisschen härter dann zu werden im Laufe des Abends, ne, Tom? Härter, bitte. Aber bei uns klappt das noch nicht so gut. Wie ist das denn bei euch? Erst chillig und dann Party. Glaubst du, das funktioniert? Wie ist die Stimmung so? Ich glaube, das klappt total gut. Ich weiß gar nicht, was da bei euch schief läuft. Also allein locationmäßig passt das hier schon mal super. Das kann sowohl für eine Lesung genommen werden, als auch als Partyraum kann man sich das total gut vorstellen. Die Stimmung hier ist tatsächlich sehr nett und entspannt. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen vom Sascha. Der ist nicht so steif, sondern sagt zwischendurch, boah, mir ist scheiße kalt, ich bräuchte meine Jacke und so. Also hart, aber herzlich. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass die Leute, die jetzt, ist nämlich mega voll, die jetzt hier stehen mit einem Bierchen in der Hand und andächtig zuhören, dass die sobald gute Musik kommt, irgendwie auch anfangen mit dem Bierchen in der Hand zu tanzen. Also es sollte überhaupt kein Problem werden. Das hört sich sehr gut an, das mit der Entspannung hier. Das kommt definitiv heute Abend von Tom Breu. Oh. Und ich hoffe, bei euch wird es noch richtig schön und ihr geht noch richtig ab später. Lesung und dann erst Party im alten Weinkeller in Dortmund mit der Kommune 44 und Sascha Beasley. Also wenn ihr da noch hin wollt, lieber Sektor, für die Lesung ist vielleicht so ein bisschen spät jetzt gerade, aber für die Party passt das Ganze perfekt. Clubbing in 1 Live.